Also, das ist ja doch mal eine Überraschung, Freunde, wa? Wir kommen zurück zu Pokémon Sonne und Mond. Wir kämpfen hier gegen einen Tunnel. Tunnel, E-Tang-Meter groß, muss ich groß dazu was sagen. Das sind epische Pokémon und fangen könnte allerdings ein bisschen lustig werden. Nee, das macht so viel Damage. Scheiße, ich kann ja Fuego gar nicht brauchen. Fuego, du bist im Arsch! Habe ich eine Attacke, die es einfach gut schwächen könnte? Ja, natürlich, Drachenwut, ich Trottel. Damit wohl. Wie die wohl über 40 KP haben auf dem Level. Okay, eine scheiß Idee. Das ist auch so ein Quatsch, wa? Ich meine, ich habe Korrosion. Giftattacken wirken eigentlich nicht auf Stahl-Pokémon. Man denkt sich so, okay, ich bin ja da, ja, eben Korrosion habe ich ja drauf und so, müsste trotzdem klappen, aber nö, klappt eben doch nicht, weil, ganz genau. Also das Spiel sagt, ja, vergiften kann sie dann Korrosion, aber Giftattacken selbst wirken nicht. Da frage ich mich natürlich, ob Toxin überhaupt wirkt, weil wie soll das denn sonst vergiften? Wir sind nicht so weit, die ist aber irgendwie so und da muss es ja funktionieren. Wäre sonst ein bisschen doof, wie macht man eine Säuselstimme? Ach, stimmt, der scheiß Bodycheck. Oh, damit verletzt er selber. Keine Hilfe, vielen Dank für die keine Hilfe. Eine muss schon noch sein. Macht zum Glück nicht so viel Damage. Ja, aber genug. Jetzt kommt doch mal! Nee, da soll keiner kommen, natürlich. Kommt so eine fucking Hilfe! Ich kann ja auch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Oh, nee, geht gegen alle. Nein! Eben nicht deswegen. Jetzt wäre eigentlich ein Geist-Pokémon geil, wa? Um es mal so zu überlegen, ja. Bodycheck trifft nicht, kann es selbst verletzen, ich kann es also beruhigt fangen. In der Theorie, in der Praxis, wie man sieht, alles für den Arsch. Toll. Ja, jetzt muss ich das schwächen, weil das. Wenn ich jetzt einen angegriffen hätte, das nochmal Bodycheck, hätte 100 getroffen, wäre down. Toll. Jetzt ist die Chance groß, dass es überlebt. Natürlich ruft es Hilfe, ist ja logisch, was soll er sonst tun? Ach ja. Auch das noch ein Grund, wieso ich es lieber vorziehe, die ganzen Pokémon der ersten Generationen einfach mal rüber zu tauschen. Weil hier extra zu fangen, so. Nee, ist mir zu doof. Denn da gibt's immer so eine Scheiße hier. Was ich auch noch witzig finde, es ist ja jetzt. Kein neues Phänomen, ne? Ich meine, die Spiele sind schon eine Weile draußen. Oh. Wieso ich so viel abgezogen habe, keine Ahnung. Ja, ich bereits erwähnt, die Spiele sind schon eine Weile draußen. Und da ist die Community natürlich auch schon ihren Senf dazugegeben und so weiter und so fort. Dass, mit anderen Worten, die Entwickler müssten wissen, hey, das Feature ist irgendwie doof gemacht, die Spieler mögen es nicht. Müssen wir korrigieren. Was machen sie bisher? Noch nichts korrigiert. Das ist halt immer so eine Sache, wo man denke, eigentlich die siebte Generation cool, aber es hat einfach da hier und da so einen faden Beigeschmack. Eigentlich ähnlich wie damals bei XY. Na gut, danach kam Uras und Uras war sowieso von Anfang bis Ende, wie ich finde, genial. Daher auch hier noch ein bisschen meine Hoffnung, dass es halt mit den Remakes von der vierten Generation
die einen ziemlich sicher sind, dass die kommen. Und Diamant und Perl. Dass die dementsprechend auch das, weil jetzt in der Situation angeführt wurde und man gesehen hat, okay, das ist irgendwie scheiße gemacht oder trifft nicht ganz zu, können wir auch besser machen. Dass sie das halt noch ein bisschen anpassen, beziehungsweise sogar weglassen, je nachdem natürlich. Gut. Genug gequatscht, Fuego hat seinen Dienst getan, kann von mir aus da weg. Ich bin sie noch angeschlagen, sehe ich gerade. Ups. War sogar nicht geplant. Na egal. Gehen wir ganz kurz um Typen hier. Okay, dann Magma. Magma. Nö, danke schön. Okay, hier ist doch der Typ da oben der Letzte. Sehr gut, sehr gut. Das heißt für uns, wir können es auch anders sein, schnelles Pokémon Center, Fuego erstmal ablegen. Das kommt noch hinzu, aber vor allem natürlich erstmal das ganze Team noch heilen. Und dann gucken wir weiter. Ich denke vor allem mal Salamander trainieren und natürlich auch Dark Toxic. Die haben sich, finde ich, noch ein bisschen am nötigsten. Also eigentlich auch Sensei, aber Sensei ist so ein bisschen lahmarschig momentan. Zum Trainieren. Erstmal heilen. Wir haben alle drei Starter entwickelt. Das ist geil, Mann. Ja, 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 ja. Die Tränke sind oben teurer. Und hier ist ja alles so cool. Bill, 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 Bill. Der Bill. Ja, der Bill. Es ist ja der Bill. Hier habe ich Dinger für die EVs, yeah. So. Wie gewohnt, kaufen, verkaufen. Dann denke ich mal, anfangen für Hyperbälle. Investieren. Investieren vor allem. Beleben noch. Okay. Du rest sieht so weit. Ganz normal aus. Ja, verkaufen. Wir haben viel Schrott. Sehr viel Schrott. Obwohl. Stimmt gar nicht, wa? Ist gar nicht. Ein Respirator mal noch, komm. Scheiß drauf. So. Zum PC und jo. Ich würde sagen, Fuego, vielen Dank für deinen tollen Dienst, aber jetzt darfst du dich erstmal ein bisschen auf der Box ausruhen. So, haben wir uns genommen. Salamander hat noch kein Item, das geht doch so nicht, Freunde. Hey, da war doch ein kleines Item. Gut, der Pyrium Z. Von nix kommt nix. So. Ne, falsche Box, will da keine Punkte reinlegen. Nein! So. Dann mal das Team nochmal kurz angucken. Sieht schon ziemlich episch aus. Von Leveln her natürlich ein bisschen unterschiedlich. Wie könnte es anders sein? Aber das kommt schon noch gut. Keine Sorge. Der war's. Bist du bereit? Yo! Ja, setzt die Z-Kraft ein! Es ist die Z-Kraft! Er ist der Einzige, der das kann! The one and only Z-Kraft! Gangolf. Cooler Name! Ist garantiert der kleine Versagerbruder von Gandalf. So, erstmal vergiften. Ei! Ja, absolut natürlich einen hohen Angriff. Okay, toxisch. Schlitzer, hohe Volltrefferquote, also das ist hoch, im Prinzip plus 1 je nach Item. Oh, hat er gesagt, er hat noch Z-Move. Bitte kein Volltreffer, ist ein Volltreffer. Da haben wir sowas von gesehen.
Warum Sensei? Weil Salamandra sicher zu langsam wäre, schätze ich jetzt mal, und deswegen... Also, was ist klar? Kommt Ulti safe auf, oder was? Natürlich! Überhaupt nicht übertrieben. Nee, woher auch? Ja, am Schluss macht es einfach selber platt. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Scheiß Absoli. Ja, da habe ich schon bei Sonne genährt, obwohl da glaube ich einfach mit Fuego Z-Move gemacht und fertig. Mann, wieso ständig ein Volltreffer? Verarsch mich doch nicht! Wow. Also genau die, die eigene Erfahrungspunkte gar nicht brauchen. Alter, mit Nachtieb natürlich auch ein Volltreffer. Jetzt sind wir fertig hier. Ja. Ich hätte gerne, dass hier Erfahrungspunkte kriegt, die sind wiederbeleben. Ich weiß schon, dass das so ein Geist-Pokémon ist. Aber es ist ständig ein Volltreffer, hey. Also man sieht's, Absol kann ziemlich nervig sein. Alter, der hat ein Pokémon eingesetzt, ich habe da vier gebraucht. Ja gut, waren wir ein bisschen doof. Hätte eigentlich im Prinzip schon von Anfang an eigentlich Ding einsetzen sollen, der Primarena. Wegen dem Fee-Typus, der hat einiges erleichtert. Naja. Ja, ich bin schon wieder. Heile meine kleinen Pokémon. Ich denke eigentlich echt, nächste Folge. Zeit für. Ein Kampf-Pokémon. Jo. Tauschen wir rüber aus Sonne und gucken mal wegen Training und so weiter und so fort. Hat jetzt der Mann eigentlich die Erfahrungspunkte bekommen oder was? Ja, sieht so aus. Gut. Ich war eben noch auf Toxine, ja, dann kommt das Teil mal. Aber egal. Wo haben wir denn hier die Stammpauke? Ja, schöne Spezialattacke. Bringt doch nichts gegen. Slimer. Ist noch irgendwas versteckt? Nö, hätte aber sein können. Hat er dennoch was für uns? Nö. So, wer bist du? Na, das aus? Oh, der große Mask. Ja, persönlich beehrte uns mit einem Besuch. Michael, das ist Marlon. Er ist Leiter der Sternwarte und der Verwalter Pilzboxen. Ich wollte gerade sagen, Marlon, das ist auch der Typi. Ja, wohlgemerkt, kein Captain. Fantastische Mask Royale hat gesprochen. Es kann eh nicht jeder so groß rauskommen wie du, mein maskierter Freund. Aber er hat recht, mein Tag als Captain liegt inzwischen hinter mir. Ah, eben, als er war mal Captain. Du bist Michael, stimmt's? Danke, dass du den weiten Weg bisher auf dich genommen hast. Aber Chris, unser Captain, ist sehr beschäftigt. Er berechnet die Flugbahn von Kometen und kümmert sich um die Instandhaltung der Festival Plazas. Deshalb werde ich erstmal überprüfen, ob du qualifiziert bist, die Prüfung zu abzulegen. Früher haben Kuku und ich zusammen Abenteuer erlebt und gemeinsam trainiert und getrunken. Jetzt ist es erfahren, was ich alles dabei gelernt habe. Was mal cool war, den ehemaligen Captain quasi ein Vormensch abzuliefern. Oh, warte mal, warte für. Aha, der ist ja. Ja, der ist ein Stahltrainer. Das heißt, von ihm müssen wir doch auch den. Stahlzeckkristall bekommen. Mal gucken. Ich kann ja vergessen, Kieferattacke. Ich glaube, in dem Scheiß.
Defense senken? Hallo? Spiel? Wo bleibt meine Chance für die Verteidigung? Ja. Jetzt droppt doch die endlich mal. Na toll, jetzt ein Volltreffer. Dann will er selber seine Tränke. Ja klar! Ah stimmt, weil super Tränke füllt er 60 auch, aber mittlerweile nicht mehr 50. Was, 80? Ne, waren 60, genau. Sag mal! Wow, man hat da 6 Knirsch schon gefühlt und 1000 sogar. Kommt endlich mal der Defense Drop. Also ran, Volltreffer. Oh nö, gut. Eins erledigt, zwei fehlen noch, wa? Ja gut, Alola-Stahl halt, wa? Alola-Stahl, kräftig für die Haare. Yes, man. So ein Quatsch. Ist Gift gegen Bruten, ist das doof? Ich setz doch lieber Sensei ein. Dick-Tri. Ich bin Sensei. Wow. Scheiß Tiefschlag, ey. Ich muss erstmal renken. Ja, Tiefschlag, der trifft ja nur dann Prio und trifft, wenn ich selber eine Offensivattacke einsetze. Deswegen erstmal pusten! Mal gucken, ist er doof? Ist er clever? Wir sehen es gleich. Oh, er ist clever. Und Sensei ist zu schwach. Warte mal, das war eine Unlicht-Attacke, Metallklau, okay. Die Frage bleibt, hat er auch eine Bodenattacke drauf? Ich meine, es ist eigentlich Boden-Pokémon, aber ich muss trotzdem mal fragen. Weil ich würde dann gerne mal das versuchen. Wow. Salamandra, machst du bereit für die Attacke? Glaubt nicht, dass es reichen wird, obwohl es auf welchem Spiel viel Spezialangriff bereits. Ja, es reicht. Wow, danke, Volltreffer. Ist eigentlich auch fies, was eine Z-Attacke im Volltreffer sein kann. Tada. Jo, da haben wir auch schon das Psycho-Pokémon. Geil, Alter. Das sieht doch ein cooles Team, wa? Stahlflug, Bodenstahl und Stahlpsycho, Psychostahl, keine Ahnung. Was die Typenreihenfolge bei Metang ist, ist aber eigentlich auch scheißegal. Also wird erstmal hier Dark Toxic geheilt. Yes. Oh nö, lass das! Wow. Ja, ich würde sagen, Sensei wieder beleben. Tja, Sensei. Ja, man sieht schon, ne? Sensei eigentlich cooles Pokémon und so, im Großen und Ganzen. Und wie gesagt, wenn man es in Doppelkampf einsetzt, in der richtigen Fähigkeit und der Attacke Kommando, ich glaube sogar echt Kommando, die es erst noch lernen wird, wäre es echt geil. Wäre es, weil so aktuell man sieht, es ist nicht gerade so super. Beim Tiefschlag, also. Ja. Ob es eine Chance gehabt hätte, das zu überleben, wenn schon ein Schwert dagegen hat, auch wenn es physisch ist, ich weiß nicht. Mach jetzt mal Alola Dictri, hat schon relativ hohen Angriff, also normal hoch, sag jetzt mal. Aber Dark Tox entwickelt sich erstmal noch nicht weiter, weil es fehlt noch 4 Level. Stimmt, so war es ja. Alles klar, Mann, du hast nur die Qualifikation, um die Prüfung abzulegen. Hast du das gesehen, Marlon? Ich glaube, er ist sogar stärker, als wir es bei unserer Inselwanderschaft waren. Noch etwas. Warum nennst du mich ständig Mask Royal? Sich diesem extrem erfolgreichen und bildhübschen Professor denn so ähnlich? Grins, grins. Aber gut, ich gehe nochmal zurück nach Maliet City zum Ziergarten. Da hat inzwischen sicher genug Malasadas verputzt. Ich werde ihn herbringen. Okay, Mann. Tschüss. Talie.
Schön zu sehen, dass sich mein alter Freund kein bisschen verändert hat. Tja, schaut ruhig in unsere Sternwarte um, Michael. Bis herzlich willkommen. Danke, Mann. Aber Freunde, natürlich erst in der nächsten Folge. Willst du mal noch nicht die holokalen Sternwarte Folge, die Sterne zum Greifen haben? Will ich schon, aber erst mit einem neuen Teammitglied, was sie uns in der nächsten Folge hoffentlich, wenn ich es irgendwie hinkriege, müsste eigentlich zwar. Ja, direkt zu Beginn der nächsten Folge dann rüber tauschen und dann haben wir ein richtig fettes Kampf-Pokémon in unserer Reihe. Also richtig fett, vielleicht übertrieben. Aber so das Team gut ergänzen und jo, ansonsten. Wie gewohnt trainieren, ne? Denk vor allem dann Dark Toxic und Salamandra. Sensei ja eigentlich auch, wenn er noch ein bisschen umschwächelt und so. Sensei. Aber nicht Sensei wiederbelebt? Ist das eben noch kurz vom Level Up? Hä? Hab's offenbar doch nicht getan. Aber ganz kurz, Korrosion. Das ist echt eine Frage, wa? Korrosion kann selbst Pokémon vom Typ Stahl oder Gift vergiften. Ich meine, es gibt ja Pokémon wie zum Beispiel Slimer. Mit Giftgriff. Kann sie doch bloß Berührung vergiften, okay. Aber das kann Salamandra gar nicht haben, also sprich Malunk, weil er schon Korrosion hat. Mit Smog vergiften geht nicht, also sprich mit einer Attacke, sag ich jetzt mal, die eben Schaden macht, insofern, ob es jetzt speziell oder physisch ist. Mit der kann ich Stahl-Pokémon auch als Malunk nicht angreifen, weil sie nicht haben gar keine Wirkung gegen Stahl-Pokémon. Das heißt, wie ich das sehe, theoretisch mit Toxin müsste es aber gehen, weil Toxin ist eine Statusattacke und ich glaube, Statusattacken wirken erst eine Runde später, also von der Priorität her. Deswegen mit Smog vergiften, nö, kann auch Malunk nicht, aber mit Toxin oder Ähnlichem müsste es eigentlich funktionieren. Eigentlich, ist eben noch eine spannende Frage, der wir hoffentlich in der nächsten Folge nachgehen können, liebe Freunde. Und das sage ich mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal hier bei Pokémon Sonne und Mond. Alola!